Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD und heute wollen wir den Dungeon endlich abschließen und den Endboss dieses Dungeons besiegen. Aber zuvor holen wir uns hier in dem Raum noch zwei Truhen, die angezeigt werden. Die sind wahrscheinlich hier hinter den Statuen. Also es war jetzt wirklich schwer zu erraten und dank unseres Masters Morgenstern können wir auch die Rüstung kaputt machen. Ah, die brauchen zwei Treffer, alles klar. 10 Rubine. Ist ja nicht so, als hätte ich 1000. Hier drüben bestimmt auch nichts besonders Sinnvolles drin. Ja gut, das sind kleine Truhen, da ist sowieso nie was Sinnvolles drin. Oh, Hylianisch Kuh, na Gott sei Dank. Wehe, da oben in der Truhe wäre ein Herzteil. Na gut, machen wir uns los. Wir wollen den Boss ja nicht warten lassen. Außerdem ist der Dungeon ja dann nicht einfach verschwunden. Es tut sich ja dann nicht ein schwarzes Loch auf und der ist weg. Oh Mann, oh Mann. Hat er mich jetzt noch erwischt? Tatsächlich. Der hat mir noch ein Viertelherz. Ich fass es nicht. Gut, wir haben Suppe mit. Und die komische Eulenfrau wollte uns jetzt zum Schlafzimmer geleiten. Da ist sie. Hier ist das Schlafzimmer. Würdest du es aufschließen? Ach, ich kann ja jetzt eine normale Stimme geben. Der fühlt sich wieder gut. Vielen Dank, aber willst du nicht auch reinkommen? Die hat keine Arme, verdammt. 10 Stunden später hat sie dann nochmal das Tor durchquert. Bitte, hier entlang. Da, ich seh's, ich seh's. Oh, man spiegelt sich tatsächlich drinne. Hier ist er, schau ihn dir an. Sag nur, ist er nicht herrlich? Wunderschön. Wunderschön, herrlich, dieser Spiegel. Diesen Spiegel bekommst du nicht. Eisklotz Matronia. Okay, dann geht's los. Ich finde, dieser Kampf hat die coolste Bossmucke im ganzen Spiel. Die ist sowas von episch. Und eigentlich kenne ich diesen Gegner nur als ich glaube in irgendeinem Englischen oder so heißt der Blizzetta. Und so habe ich dann nämlich auch mein Austoss genannt. Oh oh. Oh, verdammte Scheiße. Oh, es sieht ja schon mal richtig gut aus, ne? Was? LOL! Es ging gerade durch Zufall alles an mir vorbei. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das schon ziemlich creepy, wie die aussieht. Wir müssen uns jetzt wieder am
Spiegel, also ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen uns dann unten... Wow, ich werde hier gerade mächtig zusammengefalten. Erstmal die Suppe trinken. Oi, fuck. Ach so, und wenn sie runterkommen, muss ich ja die Kugel geben. Ah ja, genau, ich muss einfach immer davon wegrennen. Die hat abbekommen. Die Stelle, wo die plötzlich so komisch wird, das war schon ziemlich creepy. Einfach immer wieder im Kreis. Oh shit! Auf Platz. Verdammt! Oh, das sieht nicht gut aus. Machen wir es einfach so, ich lasse mich davon treffen, stehe dann drinne, kriege dadurch nicht den zweiten, den Hit von ihr ab und so passt das. Sieht doch eigentlich gerade noch ganz gut aus, ich habe bisher nur 3 Herzen verloren. Oh, ich werde beregnet. Wildes Austausch setzt Eissperr ein. Also, wir haben jetzt 2 Spiegelscherben. Es fehlen also nur noch 2 Daner. Trotzdem tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Göttinnen können grausam sein. Also gut, Dana, beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Also dann machen wir uns auf die Suche nach den übrigen 2. Schon wieder hat er mich umgeschranzt. Was ist mit mir? Nee, was ist mit mir? Achso, das ist die Frau gerade. Mach dir keine Sorgen, du hattest einfach nur einen bösen Traum. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen. Ja, das möchte ich lieber nicht tun. Guckt euch mal diese großen, verrückten Augen an. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht. Ach so, das sagt er. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Deshalb brauchst du. Du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebster. Aha. Jedi Porno. Mehr Herzen, als wir jeweils brauchen könnten.
Wer sagt das jetzt von beiden? Ich glaube, von dem Yeti die Schrift ist groß. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh. Jetzt können wir gehen. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Lassen wir den zwei lieber etwas Privatsphäre, ne? Jetzt geht's mächtig zur Sache im Yeti-Schlafzimmer. Ja, Spiel speichern. Gut, und wir gehen erstmal zurück in Elmas zu Thelma. Nicht Elma, was erzähl ich denn hier von Elma? Wer war Elma? Woher kenne ich denn... Ich kenne den Namen Elma irgendwoher, nur woher? Jetzt habe ich den Namen vergessen, Elma. Ne, wir kommen hier sowieso nicht lang. Da kann ich ja mal hier vorne auf... Das ist eine Laterne, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, die holen wir uns auch erstmal. Elma. Ich bin gerade vollkommen ratlos. Ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht mehr woher. Elma, Elma, Elma. Falls ihr wisst, wer Elma heißt oder wen ich meine oder irgendeine Idee hat, falls ihr irgendjemanden kennt, der Elma heißt, aus irgendeinem, ich glaube, Film oder Serie oder Spiel, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wow, an der Stelle kam er gerade nicht hoch. Alles klar, noch eine Geisterseele mehr. Wie viel haben wir jetzt eigentlich davon? 15 Stück. Wir brauchen noch 3, dann müssen wir sie zu dem Goldtypen bringen. Nee, falsch. Nach Hyrule-Stadt. Moment mal. Wir könnten doch eigentlich... Ach, Pflichtszene. Ja, natürlich ist das Pflicht. Haben wir ja noch nie gesehen. Jetzt kommt doch wieder bestimmt dieser... Wenn wir zum Menschen werden, kommt bestimmt wieder der Postbote angerammelt. Dana, wo bist du? Sag ich doch. Hallo Dana. Ich habe Post... Ich habe hier 2 Briefe für dich. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Oh Mann, diesen Typen. Ah ne, falsch. Da. Das hier. Ah, Agnetas Traum. Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich war eingehüllt in lauter Schmetterlinge und mit ihnen zusammen bin ich geflogen. Ich sah auf Hyrule Stadt herab und konnte den Leuten winken. Einige winkten sogar zurück. Nach einer Weile brachten mich die Schmetterlinge wieder zurück auf die Erde und legten mich sanft in mein Bett ab. Und dann sagten sie, bis demnächst. Ach, ich wünschte, ich könnte wirklich fliegen. Soll das jetzt irgendein versteckter Hinweis auf irgendwas sein oder einfach nur so? Ich glaube nämlich einfach nur so. Frau des Schneemenschen? Entschuldige, dass wir uns gar nicht richtig um dich kümmern konnten, als du neulich zu Besuch warst. Ich wollte dir nur kurz schreiben, dass es mir wieder viel besser geht und ich mit meinem Mann wieder öfter rodeln gehe. Wenn, rodeln, so nennen die das also. Wenn du es auch mal probieren, wenn du es auch mal probieren willst, komm doch einfach in den Schneebergen vorbei. Wir haben hier fantastische Pisten. Oh, das machen wir auf jeden Fall noch. Aber erstmal geh mal in Thelmas Gasthaus. Verdammt, wer ist Elma? Ich komme nicht drauf klar gerade. Elma. Oder verwechsel ich das nur mit Alma? Aus 4. Also 4 wie Angst, nicht 4 wie die Zahl 4. Wo ist denn die Karte? Da. Was passiert eigentlich, wenn man hier rausgeht? Da, wo jetzt der Cursor ist, hier. Das machen wir erstmal. Wir gehen einmal durch die Mitte durch.
Boah, hier herrscht ja voll Betrieb. Eine sehr beschäftigte Stadt. Ich erinnere mich noch an Ocarina of Time, wie die Stadt da aussah. Da standen da so eine Handvoll Leute und das war's. Oh, Gras. Was war da eigentlich? Hier war doch gerade... Ah, Ambulanz. Ja klar, brauche ich gerade voll. Vielleicht gibt es da ein Herzteil. Oh, Crazy Dog. Was? Was zum... Ist das nicht der kleine Held, der den Sora-Jungen gerettet hat, obwohl ihm das so gar nichts einbringt? Was führt dich her? Eine Untersuchung? Aber Geld hast du doch wohl. Übrigens, diese kleine Ilja, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen. Pedo-Dog. Nein, hat sie nicht. Lass mich doch mal vorbei, Mann. Wenn ich dich untersuchen soll, dann kostet das eine Kleinigkeit K. Nein, Probleme mit dem Geld habe ich keine. Schließlich bin ich eine Koryphäe. Die Patienten kommen von überall zu mir. Wenn du mir nur meine Zeit stehlen willst, dann mach, dass du fortkommst. Und die Kleine, sie hat wirklich nicht von mir erzählt? Nein, Mann. Pedodoc. Von solchen Leuten sollte man sich fernhalten. Oh, ja, stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich zum Wolf werden wollte. Ich wollte eigentlich einfach hier raus. Ui. Ah, Gegner. So ganz in Ruhe vor den Toren von Hyrule. Ui, hoho. Habt ihr den Block gesehen? Meisterlich. Jetzt können wir nämlich erstmal die Brücke reparieren. Ich würde eigentlich auch gerne den anderen Weg wiederherstellen, aber da wir nicht wissen, wie wir dem Goron Quellwasser bringen. Die Brücke ist kaputt, also kann ich auch kein Quellwasser mehr transportieren. Also kann auch kein Quellwasser mehr transportiert werden. Und ich habe nichts zu verkaufen. Oh! Kann denn nicht einer diese Brücke reparieren? Ist das vielleicht die Brücke? Aber ich kann mich hier nirgendwo hin. Ah! Jetzt weiß ich's. Ahu. Dazu muss ich in Kakariko Geld spenden. Das können wir ja auch gleich mal machen. Wir haben ja wieder volle. Was wollte ich sagen? Ach genau, volle Rubine. Da können wir ja erstmal wieder 300 reinhauen. Monster, nichts wie weg hier. Stimmt, ich vergesse immer wieder nicht, also zum Menschen zu werden. Wir hätten zuerst in Thelmarks Gasthaus gehen sollen. Ach so, ja, hier der Maro-Markt. Für die Reparatur der Brücke zur Sicherung der Lieferung nach Hyrule-Stadt brauchen wir nur noch 800 Rubine. Willst du auch einen Beitrag zum Unterstützungsfonds leisten, damit wir auch in Hyrule-Stadt günstige Waren anbieten können? Ja, dann gebe ich jetzt mal 500. Ich hoffe, das war kein Fehler. Jetzt fehlen ja nur noch 300. Wenn wir jetzt nochmal die 1000 voll kriegen, dann geben wir den Rest einfach da so locker flockig. So, wir wollten uns warpen und jetzt erstmal zu Thelma. Achso, ja, ich darf hier nicht zum Wolf werden, was auch sonst.
Es sind doch gar keine Leute mehr in der Nähe, die mich sehen könnten. Jetzt aber. Dass man nicht gleich wieder zu Menschen wird, wenn man einfach nur auf Warpen gehen. Ich will ja nicht Wolf bleiben, ich wollte ja nur Warpen. Schneller Link. Elmas Gasthaus macht um 8 zu. England ist das ja wirklich so, dass die Pubs um 10 schließen. Zumindest wurde uns das mal in der Schule erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So, wir waren zwar mal in London, aber wir waren da nie in Pubs. Weil wir sind ja ganz nett und so. Oh, was wünschst du? Ach so, das ist irgendwas mit Schwertkampf. Ich habe gerade nicht richtig gelesen. Ich dachte eher, das wäre eine Konkubine. Also eine Prostituierte. Thelmas Gasthaus geöffnet. Ja, genau, mit ihr reden. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilja? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode. Ich wollte gerade Leonard sagen. Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenderen Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich einmal mit Moe treffen. Du triffst ihn in den südlichen Wäldern von Hyrule. Er kundschaftet dort die Gegend aus. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Verdammt. Oh, darf ich vielleicht mal die Scheißkarte sehen? Fuck hier. Nein, Mann. Die dämliche Karten nicht angucken. Hast du gesehen, wie Schloss Hyrule jetzt aussieht? Wir müssen so schnell wie möglich den früheren Zustand des Friedens in Königreich wiederherstellen. Wir zählen auf dich, Dana. Du kannst unseren Kampf noch in mancher Hinsicht unterstützen. Ich will nur die verfickte Karte sehen. Es geht. Moe wollte sich in den Heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das Zeichen auf der Karte ist. Okay. Habe ich eigentlich irgendeine Möglichkeit, jetzt schnell noch ein Herzteil zu bekommen? Ich weiß nämlich nicht, wo die sein sollen. Moment mal, gibt es eigentlich noch einen anderen Weg? Ich könnte von hier oben diesen Weg nehmen. Hier hin und dann über die Brücke. Ah ne, da den Weg müsste man nehmen. Ich will die Brücke hier reparieren. Oh, dann machen wir das doch. Mein Pferd, die müsste auch dort stehen. Ja, da ist es. Komm schon, Epona, los geht's. Dreh dich. Ganz genau. Und immer Galopp über die Ebene Hyrule.
schwer ziehen. Oh Mist. Oh, erwischt. Und wir sind mal nicht an der Wand stecken geblieben. Hallo. Ich brauche meine Sporen zurück. Oh. Oh, verdammt. Ich wollte mich gerade schon freuen, dass ich unbeschadet durch diesen felsigen Weg durchgekommen bin und auf einmal hänge ich wieder vor so einem scheiß Felsen. Oh, ich werde beschossen. Ui, geblockt. Oh Mist. Oh, wir wurden nicht erwischt. Schlechte Schützen. Ah, das ist es. Oh. Schnell, schnell, schnell zum Wolf werden. So, jetzt können wir nämlich noch die Brücke reparieren. Oder das machen wir dann im nächsten Part. Oh! Oh, ich bin sogar oben. Klasse. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und dann reparieren wir hier die Perücke. Also, haut rein!